Herzlich willkommen zum zweiten Mal, dass wir an diesem Tisch über das vielleicht beste Hobby aller Zeiten sprechen. Pen and Paper mit hochkarätiger Besetzung. Meire ist da und Carsten ist da. Wir fangen gleich an. Bis gleich. Budi ist auch da. Herzlich willkommen zum Almost Daily. Wir haben das große Thema Pen and Paper Rollenspiele ausgesucht zum zweiten Mal und ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier am Tisch. Meire, schön, dass du da bist. Hallo. Orkenspalter TV dürften bestimmt schon viele kennen, läuft auch ab und zu auf dem Sender. Und Carsten ist dabei, du bist Mitveranstalter der Nordcon, der größten Rollenspiel-Con Deutschlands, die bald losgeht. Genau, in zwei Wochen findet der nächste Nordcon statt. Alles klar. Und? Hallo. Willst du noch was zu dir sagen? Nö. Du bist Rollenspiel, du bist Veteran. Ich spiele heute stilles Mäuschen. Ich finde das Thema arschgeil nach wie vor und freue mich mal an einem Tisch zu sitzen mit Leuten, die Ahnung haben über das Thema. Das macht Spaß, glaube ich. Ja, muss man tatsächlich mal sagen. Also wir spielen hier ab und zu Pen and Paper und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so zwei verschiedene Pen and Paper Welten irgendwie, so die einzelnen Gruppen, die alleine für sich spielen und dann gibt's diese große vernetzte Welt mit Cons und anderen Sachen und es ist ganz interessant, weil ich glaube, ihr beide seid da sehr gut vernetzt und habt ganz viele verschiedene Erfahrungen überall und wir beide sind eher so in unserem eigenen Kämmerlein. Ich habe noch nie was anderes gespielt als DSA zum Beispiel. Von daher sehr interessant, auch mal den Einblick zu bekommen, was ihr so den ganzen Tag macht. Du schreibst zum Beispiel auch eigene Abenteuer und schreibst mit, bist redaktionell tätig, also du bist überall mit drin. Das ergibt sich irgendwie so, wenn man länger in der deutschen Rollenspielszene irgendwie unterwegs ist. Sie ist nicht so groß. Mm. Und dann fängt man irgendwann an, für irgendwie alle Leute, die irgendwo gerade mal einen Slot frei haben, zu schreiben. Oder sie suchen jemanden. Und dann passieren solche Dinge einfach. Beziehungsweise wir haben uns verpflichtet, auch unter anderem, weil wir für unsere Let's Plays oder Actual Plays dann immer die Abenteuer auch selber schreiben, damit sie halt passend sind für die Zeitlänge und dergleichen, die wir haben, die dann auch aufzubereiten. Das heißt, dann steht man da und sagt, wir haben hier fertig geschriebene Abenteuer für Cthulhu. Möchte die jemand? Dann sagt dann halt durchaus immer ein Verlag, ja, warum nicht? Ach, krass. Also ja, irgendwie, wenn man einmal angefangen hat und in der Szene drin bleibt, dann schreibt man irgendwann, macht hier was, macht da was, organisiert Cons. Aber ihr seid beide schon länger dabei, ne? Oder? Wie lange bist du schon dabei, Carsten? Also Rollenspiele spiele ich seit Ende 88. Ja. Also ja, schon eine Weile. Ja. 94 haben wir unseren Rollenspielverein gegründet in Tornisch. Sehr gut. Also jetzt auch schon 25 Jahre. Und jedes Wochenende, jeden Samstag haben wir ein Treffen seitdem gemacht. Jeden Rollenspieltreffen mit unseren Mitgliedern. Ja, jeden Samstag. Außer wenn vielleicht mal Nordcon war, haben wir mal ausfallen lassen. Und wenn Weihnachten auf den Samstag fällt, haben wir vielleicht auch mal ausfallen lassen. Also ihr spielt dann wirklich in einem Verein, oder wie? Ihr trefft euch dann jede Woche? Genau, wir treffen uns jeden Samstag, ist bei uns offenes Treffen. Da kann jeder, der Rollenspielen möchte, vorbeikommen und dann wird irgendwas gespielt. Und ist es dann eine große Gruppe, die immer zusammenspielt? Oder? Nee, wir entscheiden spontan, was wir spielen. Das hängt natürlich von der Anzahl der Leute ab, die da sind. Dann machen wir zwei, drei Spielrunden meistens und entscheiden meistens spontan, was gespielt wird. Ja, ich habe immer so das Gefühl, Pen and Paper ist irgendwie dann einerseits so ein sehr privates Hobby, weil ich merke es auch oft, ich habe auch einen Rollenspiel-Podcast und kriege dann oft Nachrichten wie, ja, ihr macht das ja alles völlig falsch, spielt völlig falsch und das ist doch gar nicht so wichtig. Und irgendwie haben wir das Gefühl, jeder spielt so in seinem eigenen Kämmerlein ein sehr eigenes Spiel, es spielt sich ja alles auch am eigenen Kopf ab irgendwie. Wie ist es dann, wenn man so viel mit anderen Spielern zu tun hat, irgendwie verzweifelt man da völlig, weil jeder eine andere Vorstellung davon hat, was Pen and Paper überhaupt ist? Das ist diese Erfahrung, dass Leute einem sagen, das spielt ihr falsch. Das hat, glaube ich, jeder mal gemacht. Warte, ja, auf jeden Fall, ey, scheiße. Sagen wir so, ich glaube, dass vielleicht auch die deutsche Rollenspielszene ein bisschen speziell. Sagen wir mal, wir sind etwas regelfuchsiger und vielleicht auch ein bisschen ja, grüppchenhafter als der internationale Markt oder die internationale Szene. Und DSA ist halt eben auch in Deutschland eine große Sache. Und das ist auch so eine verschworene Gemeinschaft, so ein Clan, möchte ich sagen, von Leuten, wo auch seine eigenen Regeln gelten. Ja. Gerade da kriegt man öfters gesagt, nein, du spielst das falsch. Yep. Yep. Leute aus dieser Gegend würden sich nicht so verhalten. Das ist sehr in feste Bahnen gefügt häufig. Aber erfahrungsgemäß, gerade wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel die Systeme wechselt, wenn man viel mit verschiedenen Leuten spielt, irgendwann pendelt sich sowas ein, dass man sagt, wir nehmen diese Regeltiefe und wir spielen mit der Art und Weise zusammen und mit der Art von Interaktion. Und ich sage auch immer, dass gerade wenn man mit Leuten zusammenspielt, mit denen man noch gar keine Erfahrung hat, man zumindest ein paar Grundlagen klärt. Wie zum Beispiel, wir hatten es im Vorgespräch, so dieses, ihr müsst eure Sonderregeln kennen. Ich muss nicht können, was eure Charaktere können. Also ihr wisst über eure eigenen Sachen Bescheid, solche Sachen, wie weit man Gewalt ausspielt, wie weit man halt
vielleicht schmerzhafte Themen anspielt und wie auch immer man das macht, sodass man einfach gemeinsam am Tisch sitzt und Spaß hat. Weil manchmal vergessen Leute, dass das das Ziel dieses Hobbys ist. Ja, ist das so? Also nehmen das Leute manchmal zu ernst? Das ist eure Erfahrung? Ja. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich, aber gleichzeitig die Faszination, als auch vielleicht, ja, die Gefahr klingt viel zu krass, aber man will ja genau das. Du willst ja in andere Rollen springen. Mhm. Du willst ja so tief irgendwie dich dann rein verleben irgendwie. Und wenn dann halt Regeln kommen, die atypisch sind irgendwie für das, was man gerade ausspielen möchte, ich glaube, das kann auch negativ sein, oder? Dass du dann sauber wirst. Ja. Weiß ich nicht. Die hast du auch gemacht, ja. Die Erfahrung, oder wie? Ja, also, ja, ich glaube, die macht jeder, so eine Erfahrung. Mhm. Oder? Ja. Ja. Dazu muss man aber auch sagen, es ist halt wie jede Szene. Es gibt immer ein paar Leute, die nehmen es sehr ernst, es gibt immer Leute, die nehmen es weniger ernst. Und es ist halt eben auch einfach ein anderer Ausdruck von Begeisterung. Wenn man, es gibt halt Leute, die kennen alles auswendig. Oh ja. Und, oh ja. Oh ja. Okay. Die kennen alles auswendig. Lass alles raus. Die hunderten Seiten an Regeln für DSA 4, mhm. Also die nicht die aktuelle, sondern die Edition davor, die war irgendwann sehr umfangreich geworden mit den Zusatzregeln und allem. Und das sind dann auch Leute, ich denke mir, die meinen es auch durchaus hilfreich, die dann sagen, eigentlich geht das so. Hm. Ich sage es, mir ist das meistens nicht wichtig am Spieltisch, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Hauptsache es funktioniert und es läuft und alle haben Spaß, das ist das Wichtigste. So, das ist das, worauf man als Spielleiter, glaube ich, achten sollte, dass alle am Tisch Spaß haben, auch man selber, das ist ganz wichtig. Hm. Das vergessen, glaube ich, die Spieler ganz oft, dass der Spielleiter ja auch einer der Mitspieler ist und der auch Spaß haben sollte. Ja. Und dass es kein Gegeneinander ist am Tisch, so nicht Spielleiter gegen Spieler. So. Wer ist denn wer von euch? Also eher Spielleiter oder Spieler, wenn ihr jetzt die Wahl habt? Also was macht euch aktuell, würde euch jetzt mehr Spaß machen, Spieler zu sein oder Spielleiter zu sein oder Leiterin? Bei mir ganz klar Spielleiter. Mhm. Spielleiter. Vor 3-4 Jahren irgendwann überhaupt keine Lust mehr gehabt zu spielen. Ja. So, das hat mir einfach keinen Spaß gebracht. Und dann seitdem leite ich nur noch. Okay. Ja. Also ich habe selten die Wahl. Meistens bin ich Spielleiterin. Und das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Aber gerade durch die, dass es dann die Abwechslung ist, habe ich derzeit dann, wenn ich die Chance habe, selber einfach zu spielen, auch sehr viel Spaß daran und das ein bisschen auszutesten. Also, ja, wenn ich mal was neues System ausprobieren kann, mache ich das auch gerne mal bei anderen. So zum ersten Mal, was leiten ist immer schwierig, ein neues System, finde ich. Dann habe ich das gerne einmal vorher gespielt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Mhm. Wenn sich da eine Gelegenheit bietet. Ich bin irgendwie immer klassisch die Person, die Regeln lernen muss und sie den anderen beibringen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Bei mir ähnlich. Aber wahrscheinlich, weil es schneller von der Hand geht, oder? Wer viele Systeme kennt und oft halt auch schon Spiele geleitet hat. Das ist bei dir ähnlich, glaube ich, oder? Du hast auch tendenziell eher Bock, Spielleitung zu machen, oder? Habe ich tatsächlich ganz selten gemacht. Ich habe zwei Pen-Paper jetzt schon hier auf dem Sender geleitet, aber davor eigentlich noch nie wirklich groß. Und ich glaube, es ist was anderes. Und das ist ja auch das Interessante an Pen-Paper-Rollenspiel, dass irgendwie jede Gruppe auch seine eigenen Ziele hat und jeder für sich selber definiert, was gut und schlechtes Rollenspiel ist. Und ich glaube, wir da nochmal eine Sonderposition haben mit dem Rollenspiel vor Kamera, ist natürlich immer ganz klar. Und ich habe mir da auch vor Tabor überlegt, wie kann man die Regeln so stark einschrumpfen, dass es irgendwie schnell geht, dass man schnell würfelt. Und dass man irgendwie möglichst viel ausspielen kann, irgendwie, dass es funktioniert. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, das ist irgendwie zu albern und ihr brecht zu oft irgendwie in Metagespräche aus und ihr kommentiert dann irgendwie oft, aha, oh, jetzt hast du schlecht gewürfelt oder man vergisst dann mal die Trennung zwischen Spieler und Charakterwissen und so. Also das ist natürlich für uns eine ganz andere Situation, weil wir dann primär eine Show machen und dann natürlich gewisse Aspekte des Rollenspiels eher wichtiger sind, als jetzt andere irgendwie einen knallharten Simulationismus irgendwie hinzukriegen oder die Regeltiefe hinzukriegen. Von daher ist es ja unterschiedlich. Aber wie geht ihr damit um? Irgendwie auch wenn ihr mit anderen Spielern spielt, gibt es auch die Situation, dass man irgendwann merkt, so, wir kommen einfach nicht zusammen so und dann lässt man es? Oder wie geht ihr damit um? Ja, also ich spiele durchaus viel One-Shots, also dass man nur einen Abend irgendwie zusammensitzt. Und das ist dann so etwas, da ziehen die meisten Leute es durch, auch wenn es nicht passt, weil man sich dann sagt, sind jetzt nur ein paar Stunden, vielleicht will's noch und dann bleibt man länger zusammen. Aber ich hatte auch durchaus schon Runden, wo dann irgendwelche Leute gesagt haben, nee, mit der Kombination komme ich nicht klar. Und ich hatte durchaus auch welche, die wir als Let's Play, als Show gespielt haben, wo Leute mir von einer Woche auf die nächste gesagt haben, ich habe festgestellt, das System ist nichts für mich. Zack, weg. Tschüss. Ich habe schon, okay. Ich habe auch schon Spiele aus meinen Runden rausgeschmissen. Oh ja? Wenn das nicht ging irgendwie, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass das mir zuletzt passiert ist. Ich kann das nicht mehr im Einzelnen erzählen, was da war, los war, aber ich sage denen dann, das hat keinen Sinn. Wir haben beide keinen Spaß daran. Entweder muss ich jetzt aufhören zu leiten oder du verlässt den Tisch. So, weil es sonst keinen Sinn macht.
So, wenn er ständig rumkrittelt, dass ich mich nicht an die Regeln halte und so, dann nervt das und dann bringt das keinen Spaß. Und Spaß ist für mich das Wesentliche daran. Deswegen mache ich das, weil es mir Spaß bringt. Und du bist ja nicht so genau mit den Regeln, so, was das angeht. Ich bin dann nicht so genau. Mhm. So, für mich ist eher wichtig, dass die Geschichte gut läuft, dass alle irgendwie ein bisschen, also Spaß haben. Das ist natürlich dann schwierig, wenn man jemanden am Tisch hat, dem die Regeln wichtig sind. Aber die halten oft auf, finde ich, Regeln. Und dann deswegen verzichte ich gerne in manchen Situationen auf die. Und manchmal greife ich dann auch wieder zurück, wenn ich sie gerade im Kopf habe. Immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Situation und ja. Mhm. Ich finde es gerade lustig, dass, weil ihr habt ja mehr Erfahrung, glaube ich, damit, dass ihr wirklich auch fremde Personen dann, ihr leitet dann Spiele mit fremden Personen, die ihr vorher vielleicht nicht wirklich gekannt habt. So, ne? Vielleicht sind die im Verein und dann spielt ihr mal eine Runde miteinander. Ich finde schon, dass man sehr schnell aber dann Personen kennenlernen kann. Also, findet ihr nicht? Auch wenn man eigentlich eine andere Person spielt, aber die Art und Weise, wie man dann spielt und welchen Rückschluss man dann zielen kann. Mhm. Ich finde schon, das ist immer sehr aufschlussreich, welche Charaktere man sich dann selber baut, zu welcher Geschichte auch immer. Und trotzdem habe ich ja nur die Erfahrung, immer nur mit Freunden irgendwie an den Tisch zu kommen. Also die man auch im Alltag schon kennt. Ja. Das ist eine andere Faszination, wenn man mit fremden Leuten zusammenkommt. Aber trotzdem erkennt man schon Menschen daran, oder? Ja, beziehungsweise ich halte es für eine Voraussetzung, dass wenn man das häufig macht, dass man relativ gut darin ist, Leute schnell einzuschätzen. Also es übt einen darin und es hilft einem, wenn man es kann. So, es bedingt sich gegenseitig. Weil man dann auch sehen kann, gerade wenn man nur ein paar Stunden zusammensetzt, dass man relativ schnell erkennen kann, was will diese Person tatsächlich davon. Mhm. Weil manche Leute sagen, ah, mir ist alles egal, aber weil sie es selber gar nicht der Tatsache so bewusst sind. Aber dann kann man sehen, diese Person hätte gern ein Erfolgserlebnis, also steuern wir sie in die Richtung. Oder diese Person hätte gern irgendwie ein bisschen mehr Spieltiefe. Man kann das dann irgendwann relativ schnell einschätzen, weil es so ein paar Verhaltensmuster gibt, wie sich stiller zurückziehen oder sich in die Szene von anderen Leuten mit reinbringen, solche Sachen. Mhm. Also, ja, man kann Leute überraschend schnell kennenlernen darüber. Zumindest so dieses, ich kann vage sagen, welcher Charaktertyp du bist, auch außerhalb deines Charakters. Gibt es so eine Art System, was euch am liebsten ist? Weil wir sprechen hier gerade von Systemen und vielleicht da draußen gibt es dann Leute, die kennen vielleicht dann unsere Pen and Papers oder andere, die kennen vielleicht auch das Schwarze Auge, haben es aber nie gespielt. Natürlich gibt es ganz, ganz viele verschiedene Systeme. So, gibt es irgendeins, wo ihr sagen würdet, ja, das ist meins. Das ist so hauptsächlich meins. Also ich bin wie sehr viele Leute in Deutschland mit DSA aufgewachsen und das hat auch einen ganz, ganz speziellen Platz in meinem Herzen. Aber aktuell ist meine derzeitige heiße Liebe D&D in der 5. Edition, auch wenn das jetzt wahrscheinlich für sehr viele Leute gilt. Ich bin im Mainstream gerade, weil es sehr gut läuft. Sehr gut funktioniert. Ja. Also es ist ein sehr flüssiges System, das schön von der Hand geht und aber auch gleichzeitig den Leuten genügend Individualraum lässt und Möglichkeiten, den Charakter auszuschmücken, dass man tatsächlich auch was Cooles machen kann. Okay, vielleicht müssen wir das mal versuchen, so eine Analogie zu setzen. So, wenn DSA ist so, weiß ich nicht, der Trabi, was wäre dann D&D? DSA ist der liebevoll aufbereitete Oldtimer. Oh. Der hat seine Macken, der ist aber auch sehr schön und der hat seine ganz eigene Eleganz und man kennt ihn auch irgendwie gut. Wenn man ihn sieht, hat man ein gutes Gefühl. Und D&D ist vielleicht der kostengünstige Tesla. Ja, der ist modern, der ist stromlinienförmig und der ist auch irgendwie cool. Also so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Und es gibt garantiert auch welche, die sind eher so die Kutsche. Ja. Und dann gibt's Fate, das ist das Fahrrad. Kommt man überall mit hin, aber ist manchmal ein bisschen seltsam. Ja. Und was ist dein System? Im Moment Splittermond. Mhm. Also ich habe auch mit DSA angefangen, wie wahrscheinlich fast alle. Ganz lange auch gespielt und irgendwann hat mich das aber verloren. Dann bin ich auf Splittermond gestoßen. Die hat einen sehr guten Test vor der Veröffentlichung gemacht haben, so einen Beta-Test, wo ganz viele sich beteiligt haben. Da war ich dann auch mit bei und da hat mich das ja irgendwie voll erwischt, auch das Regelsystem. Es war ein bisschen komplizierter, was ja eigentlich nicht so meins ist, aber ist konsequent und schlüssig in sich und das wiederum ist ganz gut, nicht so chaotisch wie DSA 4 das teilweise war. Genau. Und deswegen bin ich bei Splittermond jetzt gelandet. Probiere aber auch gerne mal andere Systeme aus. Mutant Zero ist, glaube ich, total spannend, auch vom System her und vom Setting erst recht. Ja, aber da konnte ich erst einmal spielen. Ob ich eine Spielgruppe dafür finde, die ich leite, weiß ich noch nicht. Gut, wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dieses Thema und eure ganzen schönen Projekte, die ihr macht, gleich nach der Werbung. We'll be right back.
Herzlich willkommen zurück beim Almost Daily Pen and Paper Rollenspiel. Carsten, du hast gerade Splittermond angesprochen, mhm. Das ein System, das du gut findest. Kannst du kurz sagen, was dich daran so fasziniert? Oh, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, was mich an bestimmten Systemen fasziniert. Splittermond hat aber eine schön große Welt mit viel Platz und vielen unterschiedlichen Setting-Möglichkeiten drauf. Also man kann dann verschiedene Settings spielen in einem System. Naja, schöne unterschiedliche Welten, Szenarien, ich weiß nicht, wie man es nennen sollte. Viele Gegenden, die an so klassische Szenarien angelehnt sind. Es gibt sowas wie das europäische Hochmittelalter. Es gibt etwas, das eher Vorderer Orient ist. Es gibt etwas, was Ostasien ist und so etwas dann auf Fantasy gebürstet. Und es ist über eine Riesenwelt verteilt, auch mit Regionen zwischen, wo kaum jemand hinkommt, weil es so Portale gibt, wo man dann durch Feenwelten von A nach B läuft. Ein bisschen wie bei World of Warcraft, oder was? Jetzt muss ich gestehen, dass ich in meinem ganzen Leben 20 Minuten World of Warcraft habe. Aber es ist auch Fantasy, oder? Es ist Fantasy, Magie ist alltäglich, jeder kann Magie erlernen, wie ein Handwerk wird das da gelernt. Es ist also nichts, was nur ein paar wenige können. Das macht es schon sehr spannend, dass theoretisch der Bauer auf dem Feld ein bisschen Magie kann, um sein Getreide besser wachsen zu lassen. Mhm. Also sehr viel Magie gibt es da. High Fantasy klassisch mit Drachen und allem, was man sich so vorstellen kann. Mhm. So, das Regelsystem ist relativ regellastig, würde ich sagen. Also es gibt viele Regeln, die aber sehr konsequent sind. Es gibt ein Probensystem, das für alles genutzt wird, sei es im Kampf, sei es für Magie, sodass das schon mal, wenn man das erstmal kann, geht das eigentlich flüssig von der Hand. So vom Spielen her. Ja, klingt gut. Du hast gerade gesagt, dir ist am wichtigsten am Spieltisch die Geschichte voranzutreiben, mehr jetzt als auf die Regeln zu achten. Kannst du vielleicht irgendwie mal illustrieren, wie das dann aussieht oder so? Oder wie jetzt, kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben? Oder wie man sich das vorstellen muss, wie das ist, bei dir in der Runde zu sein? Wie das ist, in der Runde zu sein? ganz schwierig. Ich höre den Spielern immer zu, was die bereden, was die planen. So, die haben ja auch immer Gedanken, wie die Geschichte weitergeht oder was für Pläne der Bösewicht tatsächlich ausheckt und so. Da greife ich gerne mal die Ideen auf, auch wenn das abweicht von dem, was ich mir vorgestellt habe. Aber das bestätigt dann die Spieler in ihren Ideen. Ich glaube, das ist immer ganz gut, weil die sich dann freuen, denn da kennen die das wieder, was sie sich vorgestellt haben. Und die Geschichte passt dann einigermaßen zusammen. Mhm. So, ich verzichte gerne auf Proben, wenn sie nicht absolut notwendig sind. Sowas wie Wahrnehmungsproben, um irgendwie Hinweise zu entdecken und dann scheitert die Probe und dann, und jetzt kommt die Gruppe nicht weiter. Das ist Mist, meiner Meinung nach und auch in anderen Situationen so. Proben sollten eigentlich immer einen Effekt haben und die Geschichte voranbringen, selbst wenn sie scheitern. Ich habe mal irgendwo was von Vorwärtsscheitern gelesen. Genau. Ich weiß nicht, wo, in welchem System ich das gelesen habe. Unser Werbeslogan. Das fand ich. Alles, was ihr macht. Das trifft es aber vorne scheitern. So. Mhm. Oder sind alles muss, nichts kann. Das hört sich sehr schön an. Es gibt so kleine Dinge in den Runden, die wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gespielt haben, die mich einfach aufregen, weil es eigentlich dann nicht kohärent zu der Geschichte oder halt zu der Welt anpasst. Ne? Also wenn du dann. Ich kann halt sehr gut klettern zum Beispiel und dann muss ich aber eine Probe machen und keine Ahnung was, das hat mich einfach immer gestört so ein bisschen. Das ist wie so eine Bremse im Prozess und dann scheitert die auch noch und dann breche ich mir das Bein. Und damit ist mein gesamter Charakter tot. Also das war immer ein bisschen anstrengend, fand ich, ja. Gibt's denn von euch so, das sind ja viele Welten, die ihr bereist habt und gemeinschaftlich als Spielleiter dann auch mit anderen Spielern gemacht habt. Was ist so vielleicht die früheste Erinnerung, die ihr wirklich klar vor Augen habt? Egal aus welchem Abenteuer, egal mit welcher Runde, die ihr wirklich als Erinnerung abmarkiert habt. Gibt es da etwas? Oder vielleicht von dem ersten Charakter, den ihr gebaut habt, für euch selbst mal? Weil ich habe zum Beispiel eine aus meiner DSA-Runde, weiß ich immer noch. Also ich kann mich ja ganz konkret immer noch an gewisse Situationen erinnern, an die Orte und auch an den Kampf zum Beispiel. Hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Ich weiß noch, dass ich, mein erster Charakter war ein Zwergenhändler. Und dann hatte ich so ein ganz simples Abenteuer, auch alleine mit einem Meister. Und dann hat mich ein Ork angegriffen. Und ich dachte mir, ich bin Händler, ich kämpfe nicht. Und bin dann weggelaufen. Und es war dann auch so, der Meister hat nicht damit gerechnet, weil der hat so einen ganz schlechten Ork gebaut. So, jetzt mal der erste Kampf, jetzt kann er mal würfeln. Aber ich habe meine Rolle viel zu ernst genommen und dachte, ich bin Händler. Ich habe
ich kämpfe doch nicht, immer weggerannt, dann ist mir der Ork hinterhergerannt und dann wurde irgendwie klar, dass das anders hätte ausgehen sollen. Was ein gutes Beispiel auch für so eine Situation ist, wo der Meister sich genau überlegt, das muss passieren und dann macht der Spieler nicht das, was man will und dann ist die Frage, forciert man es dann oder passt man sich an? Flexibel sein als Spielleiter, würde ich sagen, und sich anpassen in dem Fall. Ja, total. Improvisieren. Dann freut sich der Spieler in dem Moment total, wenn das dass klappt, der Ork der Plan. Sagt, okay, der läuft weg, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, dann nicht. Dann wird halt kleine, alle Zwerge dann wird erstmal eine Verfolgungsjagd gemacht. So. Ja. Zwerg gegen Ork ist natürlich eine einseitige Geschichte. Dann nehme ich jetzt ich dachte, ein Zwerg, der ein Händler ist, aber nachdem du jetzt gesagt hast, dass ich nicht ganzen Zwerge bin, sehe ich jetzt von meinem inneren Auge einen Händler, der mit Gartenzwergen. ich habe wirklich noch Zwergenhändler. Du handelst mit Zwergen, du bist ein Sklaventreiber. Sklavenhändler. Du hast einfach ganz viele Zwerge um dich herum. Ich war Schnapshändler, aber als Zwerg. Ach so, ja, okay. Ja. Alles klar. Das ist ein bisschen harmloser. Das ist lustig, die aber auch Idee war so ein bisschen, dass der irgendwie immer dann in der Stadt ankommt und dann seinen ganzen Schnaps schon selber getrunken hat und dann nicht mehr verkaufen kann und dann. Er schafft es leider nie, erreicht zu werden. Sehr gut. Ich hätte dann, glaube ich, in der Situation nicht angefangen, irgendwie die Flaschen irgendwie nach hinten zu werfen. Dann hätte der Ork irgendwie auf Scherben. Ne? Ja, Molotow-Cocktails. Ja. Hast du eine Erfahrung, allererste Erfahrung? Meine ersten Rollenspielerfahrung, die DSA-1-Box, die irgendwo in den Regalen meiner Eltern vergammelte, verstaubte. die halt in den 80ern massig auf den Markt geworfen wurde, was eine interessante Geschichte ist, weil nämlich der Verlag, der das gemacht hat, Schmidt Spiele und Knauer, das vor allen Dingen gemacht haben, weil sie die Lizenz für D&D nicht bekommen haben, weil die zu teuer waren und dann gesagt haben, den zeigen wir treiben die vom deutschen Markt, wir machen jetzt unser eigenes Rollenspiel. Ja, irgendwie halbwegs funktioniert, oder? Ja, und die haben dann halt Karstadt und Herdi und sowas alles gesagt, ja, klar, könnt ihr, Mensch, ärger dich nicht haben, wenn ihr dieses DSA auch mitnehmt. Mhm, sehr gut. Dann lagen die halt überall. Irgendwann hatte ich halt in den Fingern und da war halt so ein Einsteiger-Solo-Abenteuer drin. Echt? Wo man einen Alrik spielt, der in einem Haus in einer Stadt. Aber das war nicht DSA 1. Doch. Nein, da war kein Solo-Abenteuer drin. Da ist als Vorbereitung dazu, Sylvanas aus ihrem Keller zu befreien. Ja. Befreiung. Und vorher spielst du ein Solo-Abenteuer, das der Auftakt sozusagen für Sylvanas ist. Das muss ich fast nochmal checken. Ich mir jetzt eine vollständige Erinnerung. Also ich meine, das erste Solo-Abenteuer war erst in DSA 3 drin. Aber ihr seht schon, die Fakten sind wichtig in der Rollenspielwelt. Bizarr. Du hast es falsch gespielt. Ja, möglicherweise. Du hattest falschen Spaß. Oder was sein kann, ist, dass irgendwie diese Box war ja schon benutzt, dass irgendjemand Sachen da zusammen reingeschmissen hat. Ja, ich bin mir jetzt sehr sicher. Okay. Egal. Der Karstadt-Verkäufer hat dir noch ein paar Solo-Abenteuer. Und das war halt so das erste Mal so, oh, jetzt kann ich selber auf die Geschichte irgendwie Einfluss nehmen. Und ich habe dann später etwas anderes, was sich irgendwie so ein bisschen eingebrannt hat, war, ich habe für meinen Bruder dann Spielleiter gemacht, meinen älteren Bruder, indem wir Solo-Abenteuer genommen haben und ich habe dann vorgelesen, was und er hat die Entscheidungen getroffen. Mhm. Und das war, sagt der liebliche Prinzessin, oder sagt euch liebliche Prinzessin Jasmina was? Ja, ja, das ist fast schon so ein humoristisches, wo man im Dorf irgendwie eine entführte Prinzessin finden soll. Man muss rausfinden, auf welchem Schiff die Prinzessin festgehalten wird in so einem Torwaler, so Pseudo-Wikinger-Dorf. Und wenn man sich vertan hat und zum falschen Schiff fährt, dann steht da und dein Boot driftet jetzt weg und das Abenteuer ist vorbei. Und mein Bruder, das kann nicht sein, ich habe mein Boot angebunden und das steht hier so. Also mein Einstieg ins Spielleiten war ganz, ganz furchtbar mit allem so, nein, du bist jetzt tot. Hier gibt's keinen Weg zurück. Ich überlege gerade, wie es wäre, wenn ich mit meiner Mutter mal spielen würde. Das überlege ich mir gerade. Das wäre auch sehr lustig, glaube ich. Es gibt ein paar Bekannte von mir, machen das. Ja? Also ein befreundeter Brite von mir, der hat seine Mutter zu D&D irgendwie gebracht. Und die haben richtig viel Spaß. Die macht das auch sehr cool. Mit meinen Eltern hat das nie funktioniert. Probiert haben wir das auch, aber es ging nicht. Ich habe aber auch, nachdem wir auf dem Sender gespielt haben, habe ich auch viele Nachrichten bekommen, ganz interessante Geschichten von Leuten, die irgendwie Pen and Paper auch als Therapie verwenden, irgendwie das in Therapiesitzungen spielen oder auch teilweise von Gefängnisinsassen, wo da Pen and Paper gespielt wird. Also fand ich total faszinierend, dass es auch irgendwie außerhalb dieses normalen Hobby Business einfach auch so benutzt wird irgendwie. Ja, das ist ganz spannend. Macht ja auch Spaß. Ne? Also ich meine, es gibt, wenn man sich dann darauf einlassen kann und du hast halt, wenn alle Mitspielerinnen und Spieler sich einmal auf ein Regelwerk konzentrieren und alle sich darauf einlassen, das ist ja der Ursprung, erst dann kannst du wirklich Spaß haben. Mhm. Also ich finde das auch super. Ich finde es auch super, wenn das größer wird. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass das Thema insgesamt wieder größer geworden ist. Aber das liegt halt aus meiner Bubble heraus, wenn ich da mal ins Netz gucke, bei Twitch und Co., gibt es sehr viele Runden, die inzwischen einfach sich online treffen oder die einfach auch ihre Spiele übertragen. Also das ist schon echt mehr geworden aus meiner Sicht. Vielleicht liegt das jetzt an der Technologie von Livestreaming, aber keine Ahnung. Ja, glaube ich auch, dass das
damit zusammenhängt, dass durch die Let's Plays, die laufen, Menschen was sehen, die daher bisher nicht mit in Kontakt waren. Das sehe ich oft bei Facebook, bei Rundenanfragen hier. Ich suche eine Runde, ich habe das da und da gesehen bei Twitch oder Rocket Beans oder was weiß ich wo. Und ich will das auch mal spielen. Gibt es Spieler? Wo kann ich mitspielen? Also häufig bei uns in der Community auch so, ja, ich bin auf Rollenspiel nur gekommen über die Bohnen. Nein. Und dann habe ich mich weiter umgeschaut und habe auch euch gefunden. Und es ist, wie ihr sagtet, ihr spielt ja zur Show. Und ihr spielt mit Leuten, die ihr schon kennt, und es geht vor allen Dingen dann darum, zu unterhalten währenddessen, und andere Sachen treten in den Hintergrund. Und wir machen es natürlich auch durchaus zur Show, die Let's Plays, aber wir machen es in Anführungsstrichen, wie sage ich das jetzt, traditioneller, ruhiger? Ja, professioneller halt. Einfach. Nein. Besser. Nein. Das Wort, das suchst du besser. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe weniger Arbeit damit, irgendwie diese Lemuren zu hüten, die alle in unterschiedliche Richtungen davon springen wollen. Sehr gut. Das stimmt, ja. Ja, also ich kann ein bisschen mehr straightforward Spiel leiten, als es Hauke häufig kann bei euch zum Beispiel. Aber das war, also unser Ansatz war schon auch, und das wir hatten eigentlich vor drei grobe Richtungen aufzusetzen. Das eine ist sozusagen das, was wir angefangen haben, sehr casual, sehr auf unterhaltsam getrimmt irgendwie. Dann wollten wir ein Profi-Pen and Paper machen. Profi in unserem Kontext einfach sehr viel regelintensiver, sehr viel geleiteter, ne? Also alle Spieler haben auch wirklich Erfahrung, so, und eben nicht reingeworfen. Und jedes Mal, wenn man eine Probe machen muss, muss man nachfragen, welche Würfel man nehmen muss. Das stört dann halt auch. Und dann hatten wir noch eine Überlegung, dass wir ein ganz lustiges machen. Also eins, wo die Regeln sogar noch reduzierter sind und dass es dann noch stärker Impro-Unterhaltung ist. Tabor ist im Prinzip das Profi-Pen and Paper bei uns. Mhm. Ja, schon. Ja, klar, Alter. Du hast ja auch Sessions gemacht, wo du das Regelwerk und sowas alles hinterfragt hast, ja, zusammen. Gut. Das war schon sehr professionell. Also du hast schon sehr viel Zeit da drin investiert. Doch, ja, ich sagen. Schon. Ja. Ich weiß nicht, ob man bei Pen and Paper von professionell sprechen kann. Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, also ich sehe das, ey, ich seh das auch nicht. Die Profis also ich würde dann nicht. Okay, Profi heißt ja nur, dass man Geld dafür bekommt, was man macht. Ja, das tue ich nicht. Ja, das ist die Definition. So, aber ja. Da kann, also. Ja, meine Definition ist ja eher von Profis, dass ihr wirklich sehr viel Ahnung davon habt. Erfahren ja. Vielleicht auch mit Theorie beschäftigt oder so. Mhm. Es gibt ja auch Rollenspieltheorie. Ja. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann steigt man das mit den Spielertypen vielleicht schneller und kann das besser einordnen, mit wem man gut zusammenspielen kann oder warum das am Tisch gerade nicht funktioniert. Mhm. Also man weiß, dass das ein ganz anderer Spielertyp ist. Und ich glaube, das habt ihr auch schon angesprochen mit den verschiedenen Settings. Ich glaube, wenn du in einem starren Setting spielst wie DSA, dann macht es schon einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie jeden Adligen richtig ansprechen kann und die Götter kennt und so. Dann ist man natürlich in einer anderen Immersion drin, als jemand, der dann irgendwie den König ständig ins Wort fällt. Und alle anderen denken sich, ja, der müsste den jetzt eigentlich hinrichten lassen, aber das können wir jetzt halt nicht. Ja, können wir vielleicht einmal ausspielen, aber dann irgendwie nie wieder. Aber irgendwann muss man dann schon, ist natürlich eine andere Sache, wenn die anderen Fässer drin sind. Aber noch ganz kurz eine Sache, falls jetzt auch durch dieses Almost Daily Leute anfangen wollen, Pen and Paper zu spielen, hast du da einen Tipp, wie man eine Gruppe findet, wie man Spieler findet? Also ich glaube, man findet leicht über Facebook tatsächlich Spieler, da gibt es diverse Gruppen. Kannst du eine Gruppe nennen, wo man jetzt konkret hingeht, oder ist es dann in jeder Stadt anders? Pen and Paper oder? In Deutschland, die haben wenig einfallsreiche Namen zum Beispiel, oder wenn man gezielt nach einem bestimmten Rollenspiel sucht, es gibt die Splitter Lounge. Ja, genau. Das ist für Splittermond. Es gibt, glaube ich, für fast jedes System eine Gruppe da. Die in die Deutschland, es gibt mehrere DSA-Gruppen, die alle untereinander verfeindet sind. Oh ja, echt? Nein. Ja, das passt aber auch gut. Aber es gibt verschiedene Gruppen. Die einfach so nebeneinander her existieren, die teilweise auch identisch sind, was die Mitglieder angeht. Und dann gibt es halt welche, die sind zerfallen. Und dann haben welche gesagt, wir machen jetzt unsere eigene DSA-Gruppe ohne Moderatoren und mit Blackjack und was weiß ich. Sehr gut. Das ist also das Übliche, wie bei allen Gruppierungen sind Sachen zerfallen. Also die DSA hat tatsächlich eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen und Seiten, von denen einige offiziell sind, auch vom Verlag und andere nicht. Und eigentlich, es gibt auch ein paar Sachen, Sammelseiten, wo man leicht irgendwie Zugang finden kann. Große Foren zum Beispiel, wie das Orkenspalterforum, von dem wir uns den Namen geliehen haben. Wie Tannelorn zum Beispiel, die Drachenzwinge, die organisieren Online-Rollenspiel. Also, dann über Skype oder wie? Oder über verschiedene Roll20 zum Beispiel. Das ist eine Software, wo dann auch die Würfel und Spieltisch und sowas sozusagen integriert sind. Ich benutze jetzt relativ neu Fantasy Grounds und bin überrascht, wie viel Spaß das macht, damit rumzuspielen. Ja.
Also. Da habe ich mal drüber gelesen. Und es gibt irgendwo ein Plugin für Twitch, also so eine Twitch-Extension, die man sich auch reinziehen kann für Würfel, das habe ich mal gesehen. Mhm. Aber nicht mehr weiter recherchiert, aber das gibt es auch, glaube ich. Ja, es gibt fertige Bots zum Beispiel, die du benutzen kannst, auch um Charaktere zu speichern und sowas alles und die dir Würfelwürfe und dergleichen ausführen. Aber das ist lustig, da haben wenn wir es ausprobiert haben, haben die Leute dann 5 Minuten lang dem Bot bescheuerte Befehle gegeben und dann hat es keiner mehr benutzt. Ja, sehr gut. Menschen. Ja, genau. Ja, schon die Regeln testen. Kennt ihr Avalon noch? Ganz früher? Text-Adventure? Also Text-MMO, wenn man so möchte. Kennt ihr das? Also ich weiß von seiner Existenz. Ja. Aber ich habe nie damit irgendetwas zu tun gehabt. In meiner Schulzeit eine Freundin von mir, die war da ganz tief drin. Das war wirklich einfach nur ein Textfenster und Avalon und ganz, ganz vielen Befehlen. Also wie ein Chatfenster eigentlich, aber auch eine ganz eingeschworene Community. Und irgendwann hat sie ja dann auch wirklich geheiratet in dem Spiel. Und ich saß halt daneben und ich habe halt, glaube ich, gelesen und ich habe, glaube ich, weiß ich nicht, Dragon Ball oder sowas gesehen. Und dann hat sie gerade geheiratet, aber war total happy, war total fröhlich. Aber also, ja, ich will. Dann hat sie dann quasi verheiratet und war wirklich happy vorm Rechner. Und ich habe das nicht verstanden. Aber ich fand das schon geil. Also das ist halt schon so ohne Visualisierung, ohne nichts, sondern wirklich text-based. So, das war schon ganz geil. Das ist die heißen Multi-User-Dungeons. Die gibt es bis heute tatsächlich. Diese rein textbasierten gemeinsamen Rollenspielwelten. Und ich hatte da erst auch keinen Zugang zu. Aber ich habe ein paar Freunde, die eins davon betreiben, unter anderem ein ziemlich großes. Die haben erklärt, dass in ihrer Community sehr viele Leute mit Sehbehinderung sind. Denen ist die Grafik scheißegal. Die wollen einfach den Text auslesen können. Und die sind da extrem aktiv. Und das ist halt, ich sehe gerade die Möglichkeit, online zu spielen, auch extrem wichtig, weil es halt eben Barrieren entfernt. Ja. Weil es für Leute möglich macht, zusammenzuspielen, die entweder durch die Strecke geteilt sind oder weil sie körperlich eingeschränkt sind, an bestimmte Orte nicht kommen können. Und was noch hinzukommt, zum Beispiel Sozialphobien oder sonst irgendetwas. Mhm. Es gibt auch tatsächlich gar nicht so wenig Rollenspieler mit Asperger-Autismus und denen fällt es dann auch leichter, mit Leuten zu interagieren, wenn sie quasi wenn sie eine Maske haben. Also die sie selber auch schön und ist ja ein Ort, also wenn sie wirklich eine Rolle einnehmen sozusagen. Ja, ne? Und den Abstand haben und halt eben auch jederzeit sagen können, ich war jetzt genug, ich brauche ein bisschen Pause oder so etwas. Ja. Also es ist immer noch nicht meine bevorzugte Form des Rollenspiels. Ich habe es lieber, mit Leuten am Tisch zu sitzen. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass man doch überraschend gut funktioniert mittlerweile. Ich habe das jetzt erst 1-2 Mal ausprobiert. Ja, ich muss da mich noch reinfuchsen, wie gut das für mich, wie gut mir das gefällt. Also da habe ich jetzt auch nur mitgespielt. So jetzt habe ich nicht die Spielleitung gemacht. Das ist bei mir eine Disziplinfrage, dass ich mich nicht selber ablenke. Ja, das ist auch mein Problem. Ja. Ja, ich habe mit meiner damaligen Gruppe gleich vor 5 Jahren haben wir die Borberat-Kampagne angefangen in DSA. Also riesiges Unterfangen, so das Magnum Opus irgendwie. Und dann sind wir halt alle weggezogen, alle in andere Städte und dann haben wir halt über Skype weitergemacht. Und es ist irgendwie eine andere Form von Immersion. Man ist anders im Spiel drin, weil man hört es nur und kann wirklich sich auf eine gewisse Art auch irgendwie eher in die Welt denken. Und natürlich die ganzen technologischen Sachen sind interessant, dass man zum Beispiel mit Leuten chatten kann, ohne dass es die anderen am Tisch mitkriegen. Das ist immer super gut. Dass man irgendwie dann dem Meister zum Beispiel sagt, ich klaue jetzt meiner Mitspielerin was. Und dann kann man würfeln und dann sagt die, ja, es gelingt. Und dann irgendwann sagt die Mitspielerin so, ich ziehe meinen Dolch. Und der Meister kann sagen, der ist nicht da. Und hätte man es am Spieltisch gemacht, klar, man kann immer Spielerwissen und Charakterwissen trennen. Aber es ist schon eine andere Dimension, dass man wirklich hinter dem Rücken miteinander chatten kann, ohne dass es die anderen mitkriegen. Das hat schon auch wirklich Vorteile, die man am Spieltisch nicht hat. Aber es sind natürlich zwei unterschiedliche Welten. Es gibt bei Rocket Speak, also im Teamspeak-Server bei uns, da gibt es halt auch die PNP-Taverne zum Beispiel. Und da gibt es dann verschiedene Tische, und dann kann man sich auch einfach reinbegeben. Was ich da aber so geil finde, ist, dass du halt die technologische Funktion halt nutzen kannst. Das heißt, wenn die Gruppe der Spieler irgendwie getrennt ist, dann kann der Spielleiter die tatsächlich auch wegschieben oder muten. Oder das heißt, die hören dann halt nichts. Und dann kann der Spielleiter wirklich nur der Person, die jetzt gerade eine Information bekommen soll, relativ einfach auch wirklich dann nur freischalten. So. Mhm. Also das ist etwas, was glaube ich dann so von wegen Spielfluss etc., was dann auch dienlich sein kann. Ja, das ist natürlich praktischer als Spieltisch, wenn man Leute rausschicken muss oder weg. So, ja, oder Zettel zuschieben oder sowas. Das ist selten, sehr oft. Aber du machst ja eigentlich sogar noch das andere Extrem, oder? Ich meine, mit der Nordcon, da sagst du ja, komm jetzt nicht online, sondern ey, nee, bewegt euren Arsch in den Norden, ey. Ja, genau. Und 7000 Leute kommen da, oder was? Naja, also 7000 Tagesbesucher sind das. Okay. Das heißt, über alle 3 Tage zusammengenommen sind die Besucher. Am Samstag sind so 2500 Menschen auf dem Gelände. Alter. Inklusive Aussteller und Helfern und Leuten, die Workshops machen, Autoren, die da sind. Aha. So 2500 Menschen am Samstag auf dem Gelände. Das ist doch ganz schön viel, oder nicht? Das ist ganz schön viel, ja. Ja,
Da freuen wir uns auch wann ist immer wieder. In zwei Wochen. Und ihr seid umgezogen, oder? Entschuldigung. Nee, sind wir noch nicht. Ihr seid immer noch in der, Schule. Immer noch in der Schule. Ja. Umgezogen sind wir 2008 in die Schule. Oh. Und wir bleiben da, solange es geht, weil, weil wir uns da wohlfühlen. Irgendjemand hatte mir erzählt, ihr würdet umziehen. Aber das Gerücht. Das steht auch, das kann auch immer noch passieren, weil ein Teil des Schulhofes, den wir auch brauchen, bebaut werden soll. Oh. Mhm. Und da kann man auch Pen and Paper spielen oder sich neue Sachen angucken? Kann man auch Pen and Paper spielen. Wir haben eine Spielrundenorga, die verwaltet die Spielrunden, die können online angemeldet werden. Wir haben jetzt so 60 angemeldete Spielrunden, glaube ich. 60 Runden? Die meisten Spielrunden werden dann immer auf dem Con angemeldet direkt. Das sind dann so, ich glaube, 200, die über das Wochenende stattfinden. Aber man spielt dann eher so One-Shots oder kurze Abenteuer oder sowas? Davon gehe ich aus, dass One-Shots gespielt werden. Es gab auch schon Gruppen, die sind gekommen und haben dann 48 Stunden quasi in ihrer Gruppe bei uns gespielt. So. Ach so. Es gibt und, auch ein paar Leute, die kommen dann mit ihrer geschlossenen Gruppe auf eine Con, spielen auf der Con ihre Kampagne weiter. Ja, und gehen dann wieder. Ja, und die wollen halt nur irgendwie so zwischendurch so, ja, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen und jetzt treffen wir uns mit anderen Leuten. Ja, also spielen halt ihr Ding weiter. Ja, aber es gibt natürlich noch mehr Rahmenprogramme neben den Spielrunden, Lesungen von Autoren, Workshops. Wir haben relativ viel Rollenspieltheorie immer gehabt. Und immer noch. Wie man Bücher schreibt, Autoren geben dazu Tipps oder ich glaube, wir haben einen Workshop zum Veröffentlichen von Brettspielen oder Design von Brettspielen. Der Verein Spielkultur Hamburg ist mit seiner Spielesammlung da, sodass man auch Brettspiele spielen kann. Die haben, weiß ich nicht, 500 oder 600 Brettspiele, kamen die an und die kann man sich dann ausleihen und spielen an den Tischen. Und kann man da jetzt auch als komplett blutiger Anfänger hin oder wird da schon eine gewisse Da kann man auch als Anfänger hin. Ja, so, ja es gibt auch immer Runden für Anfänger, extra für Einsteiger. Mhm. Worauf wir, wenn es geht, hinweisen, dass das auch für Einsteiger geeignet ist. Also es gibt auch häufig, dass Verlage selber Runden anbieten und sagen, wir wollen, dass ihr unser Spiel kennenlernt und die sind dann natürlich. Also naturgemäß für Leute, die es noch nicht gespielt haben und die ganz neu dabei sind. Und es ist auch meistens sind die, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute relativ offen sind, weil sie gehen davon aus, wenn du auf so eine Veranstaltung kommst, dann gehörst du dazu. Ja. Insofern du dich halt nicht irgendwie wie der letzte Arsch benimmst, werden sie auch super nett zu dir sein. Ja. Aber ja. Okay. Ja, also falls ihr Blut geleckt habt, geht doch auf die Nordcom und probiert es einfach mal aus zu spielen. Das kann bestimmt nicht schaden. Ich hab auch Lust zu machen. Wir haben uns damals auch eigene Waffen gebaut. Das war ganz lustig. Es hat wirklich Spaß gemacht. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir haben Live-Rollenspieler da. Also man kann auf der Wiese, das ist unser Live-Rollenspielbereich, auch irgendwie an Schlachten teilnehmen, wenn man irgendwie Pömpfen hat, also Polsterwaffen oder Jugger sind da. Man juggern kann aus dem... Was ist Juggern? Ich glaube, das musst du erklären. Jugger ist ein Endzeitsport. Aus einem Film wurde das irgendwie übernommen. Ich weiß den Titel nicht, vielleicht heißt er sogar Jugger. Ich glaube, ja. Ich habe ihn zwar gesehen, aber er ist legendär. Und es sind zwei Teams, die gegeneinander antreten mit Waffen, mit riesigen Keulen oder einer hat eine Kette, wo eine Kugel dran ist. Und es geht darum, einfach nur einen Ball, ein Widderkopf, glaube ich, Schafskopf, also in die Endzone, in so ein kleines Loch zu befördern. Ah, okay. So, und das wird da gegeneinander gespielt. Der mittelalterliche Schnatz. Ich glaube, ursprünglich ist ein Hundekopf, aber ganz viele Juggertruppen haben unterschiedlichste Sachen. Ja, es gibt wirklich Teams aus Städten. Ja. So eine Heimatstadt gibt es halt eben Schergen-Monasteria heißen die. Schöner Name, ey. Wow. Die hatten im Keller. Unter dem Wohnheim von meiner Freundin hatten die ihre Waffen gelagert. Das heißt, irgendwie einmal im Monat kam ein Haufen Leute und hat Riesenpömpfen aus diesem Haus geschleppt und sich dann im Garten geprügelt. Ja, sehr gut. Ja. Darf ich nur in den USA gibt es irgendwo das gleiche, also etwas Ähnliches, aber mit Pappe. Das ist so ein Pappe-Festival. Ich weiß, ich habe den Namen vergessen. Ja, ich habe immer mal bei. Das ist immer ein Wochenende auch. Also, das ist eher so. Und dann bauen die sich Rieseninstrumente, also wirklich auch Rüstung, Ganzkörperrüstung aus Pappe. Und dann gibt es einfach nur eine Wall of Death am Ende, wo alle nur so. Und dann Ende. Das war's dann auch wirklich einfach. Schön. Aber trotzdem fand ich das faszinierend. Also, ich habe mir halt früher wirklich einen Katana gebaut. Also Ewigkeiten, das war ein geiles Hobby, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und dann wirklich halt mit Silikon und wirklich das fein gemacht. Und die erste Fassung, die war einfach viel zu hart. Es tat einfach richtig weh. Es war dann kein Pump, sondern es war halt dann
Na gut, es war einfach ein Stock, der sehr hart war dann. Ja, als man seine Labwaffen noch selber gebaut hat. Mein erstes Schwert hat ein Wochenende gehalten. Und dann haben sich Klinge und Griff und so sind alle in unterschiedliche Richtungen von dem Kernstab weggewandert. Ja. Oder irgendwo anders gelandet. Mein allererstes Schwert war Stich aus Herr der Ringe. Und damit war ich dann auf Kaltenberg auf so einer Rittermarkt und so. Und da haben mich auch alle angeguckt, wenn da irgendwie so der Typ kommt mit dem Stich aus Herr der Ringe hier bei ihren ernsthaften Ritter spielen irgendwie, wo Fantasy nichts zu suchen hat. Für Gondor schreien bin ich dann natürlich durch den Markt gerannt mit Stich in der Hand. Gondor! Also, genau, und alle Professionellen haben ja abgesagt, was für ein Trottel. Einfach. Aber was ist das nicht eine Erfahrung, wo man auch durch muss? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ist das so ein Punkt, den man in seinem Leben erreicht haben muss, mit einer Herr der Ringe-Waffe über Mittelaltermarkt laufen und für Gondor? Ich weiß nicht, also es ist ja schon, es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Subkultur, so wie alle Subkulturen absolut, speziell ja. sind. Ich meine, da machen wir uns keinen Hehl draus, so, ne? Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn man das nicht wirklich auch ernst nimmt, dann man wird doppelt überprüft, ob man da jetzt wirklich Bock drauf hat oder nicht. So habe ich das Gefühl. Mir fehlen die richtigen Wörter gerade, weil. Es gibt in jeder solchen Subszene gibt es sogenannte Gatekeeper, die halt sagen, du bist aber kein echter Rollenspieler, wenn du nicht Folgendes gemacht hast. Die nehmen ab, ja. habe ich das Gefühl. Also, aber das wäre für mich ein schönes Zeichen, weil wenn es Gatekeeper gibt. Nee, wenn das gelockert wird, wenn da eben nicht so dieses tribalistische, so, ja, wir sind die Profis und du kommst nur rein, wenn du erst deine was auch immer gemacht hast. Du musst erst halt ein Solo-Abenteuer gespielt haben oder wie auch immer. Gibt es solche Kriterien tatsächlich? Im LARP-Bereich vielleicht mehr als bei Pen and Paper, oder? Im LARP-Bereich eigentlich. Im LARP-Bereich gucken die Leute darauf, was du anhast. Ja. Und wenn du dann nicht ganz ordentlich bist, dann haut das nicht hin, wenn ich meine Turnschuhe noch anhab. So ungefähr, ja. Ja, also das kenne ich auch nur. Ich würde wirklich gerne mal auf den LARP. Einfach nur, um das einfach mal so mitzubekommen, halt wirklich. Ich stelle mir das arschgeil vor. Kriegen wir also irgendwie ein LARP-Format hin? Irgendwie, also das ist irgendwie so eine Art Pen-and-Paper-Abenteuer halt nur LARPig und dann trägt jeder eine GoPro und dann rennt man durch die Gegend. Ja, aber das ist ja aber schon vor. Aber das ist genau, aber das passt nicht, weil es widersprüchlich ist. Aber und es das gibt ist so verschiedene Arten LARP. Wir haben überlegt, einen Cthulhu-LARP zu machen, also Horror-LARP. Und wir haben einen Bekannten, der uns immer mal wieder sein sehr, sehr schönes Landhaus in Schleswig-Holstein zur Verfügung spielt. Da haben wir unter anderem schon, was haben wir da gemacht? Wir haben Gotham LARP gemacht. Wir haben halt alle Gotham, also ja, hier Leute, Batman. Genau, wir haben Leute aus dem Batman bzw. aus dem DC-Universum gespielt, die da halt eben auf Wayne Manor dann einen Abend irgendwie verbringen. Und das habt ihr schon gemacht, oder ja, was? Ja, und das kann ich mir vorstellen, dass man da durchaus dann Kameras hinstellen kann. Wir haben da teilweise auch gefilmt und dann quasi einen LARP-Let's Play machen kann. Das ist etwas, das wir vorhaben und wir immer mit wie reden. Wie groß ist das Haus? Wie viele Leute passen da rein? Also wir waren zwischen 20 und 30, glaube ich, die da gespielt haben. Also nur relativ. An Personen. Also an Personen, ja. Aber es sieht ja auch immer vieles gleichzeitig. Ja, ne? Du, das ist ja schwer, wenn du das filmst, da irgendwie eine stringent. Du machst vielleicht eine Hauptfigur oder so. Ja, aber du sagst, wenn du jetzt ja sagst, ich bin Harry Potter. Ja, gut. Ey, stell dir mal vor, weißt du, du hast wirklich so ein Haus und du hast wirklich einen übergeordneten Spielleiter und hast verschiedene Räume. Und in den Räumen hast du wiederum eigene Spielgruppen. Und dann ist es dann wirklich so ein bisschen Battle Royale-mäßig. Das heißt, du bist jetzt aber mehr bei Pen and Paper als bei Live-Rollenspiel, oder? Nee, das ist ein Mix davon. Okay. Das ist ein Mix davon. Also wir haben. Jetzt wird hier ein neues Format erarbeitet. Oh, ich hätte so Bock. Wir haben schon so multiparallele Spielrunden gemacht. Ja? So, mit ein paar Freunden oder so habe ich das schon gemacht. Und da haben wir auch sowas gemacht, also so ein bisschen in Richtung Live, also ganz wenig nur, aber mit, dass dass jeder Spielleiter hatte bei einem zum Beispiel einen festen Ort, den er gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, ich hatte die Taverne wahrscheinlich und ein anderer hat das Schloss vom König gehabt und der dritte den verwunschenen Wald oder so. Mhm. Immer, je nachdem, wo die Spieler gerade sein wollten oder was suchen, Informationen suchen wollten, haben sie dann halt den Tisch gewechselt. Ja, super. So, und dann haben sie Informationen sammeln müssen, war irgendwie eine Krimi-Geschichte. Mhm. So, also sowas geht schon, ist sehr aufwendig in meiner Vorbereitung und in der Planung und in der Synchronisation von Pen-Paper-Gruppen untereinander und so, dass die auch zeitgleich sind und so alles. Gut, wir bestellen in der Zwischenzeit mal 5 neue GoPros. Währenddessen schaut ihr ein kleines bisschen Werbung. Wir sind gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück. Pen & Paper ist immer noch das Thema. Und Mayra, du bist ja, glaube ich, die einzige veröffentlichte Pen & Paper-Autorin hier am Tisch. Bin ich das? Nö, ich nicht.
Du hast. Nur ins Tagebuch, nur schön verschämt reingeschrieben. Du hast tatsächlich Abenteuer veröffentlicht. Du hast ein bisschen was mitgebracht. Ja, ich habe verschiedene. Ich habe die Gelegenheit gehabt, verschiedene Sachen zu veröffentlichen. Ich habe Abenteuer geschrieben. Ich habe mitgeschrieben an Hintergrund bzw. an ganzen Settingbüchern. Und ich habe auch ein Theoriebuch geschrieben über Spielleiten. Das habe ich jetzt nicht dabei. Wie heißt das? Spielleiterwillkür heißt das. Ah, und da erklärst du also so Tipps und Erfahrungen für Spielleiter. In erster Linie schreibe ich darüber, wie man es nicht macht. Ja? Das Konzept des Buchs ist so ein bisschen so, ich habe schon alle Fehler gemacht und ich kann euch jetzt erklären, wie man sie vielleicht vermeidet. So ein bisschen. Und Tipps dazu, wie man verschiedene Spielertypen anspricht, wie man eine Gruppe am Laufen hält, wie man Spieler findet, wie man ein Abenteuer so aufbaut, dass die Leute dabei bleiben und vor allen Dingen, wie man improvisiert. Ja. Also wie man auf die Dinge reagiert. Und einfach aus Erfahrung. Also ich mach's jetzt schon ein bisschen und ich mach's seit, ich glaube, wann haben wir das erste, wir haben ein Let's Play aufgenommen 2013 oder so und es nie gesendet, weil es den Leuten peinlich war. Ja, so schlimm? Ja, nein, ich fand's überhaupt nicht schlimm, aber die Leute, die halt in dem Let's Play waren, haben gesagt, vielleicht doch lieber nicht. Sehr gut. Und deswegen. Da möchte ich eigentlich mehr drüber wissen jetzt, aber das geht vom Thema weg, glaube ich. Ja. Aber finde ich spannend. Also es gibt, sag ich mal, die Pen and Paper Literatur umfasst jetzt nicht nur Regelwerke und Abenteuer, sondern auch so, wie macht man es eigentlich? So Rollenspieltheorie, sage ich jetzt mal. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Rollenspieltheorie-Büchern. Wolfgang Bauer, klingt deutsch, ist aber ein Amerikaner, hat eine ganze Reihe dazu geschrieben. Es gibt verschiedene. Ein paar deutsche und Spielleiter Willkür ist halt, glaube ich, die meisten deutschen Ratgeber schlicht und einfach aus dem Grund in der Verkaufszahl geschlagen, weil es ein Crowdfunding war. Das ist gemogelt vielleicht, aber es hat funktioniert. Und der zweite Band kommt irgendwann demnächst raus. Ach krass, also okay, da schreibst du sozusagen noch dran, oder? Der ist geschrieben. Also jetzt ist es halt, der wird gelayoutet, beziehungsweise ich glaube, es ist auch schon, der kommt jetzt in den Druck, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo der Ablauf ist. Ich bin so ein Mensch, so wenn ich das Manuskript endlich abgegeben habe, bin ich so erleichtert, dass ich erst Monate später nachfrage, was damit passiert. Aber ja, das hier ist zum Beispiel eins von den Abenteuern. Das habe ich nicht allein geschrieben, sondern das habe ich mit Nico Mendrick zusammengeschrieben, der mein Partner ist, unter anderem auch beim Schreiben. Die Legatin des Bösen. Das ist ein Solo-Abenteuer, ne? Das ist ein Solo-Abenteuer. Und das hat eine interessante Hintergrundgeschichte, insofern, als es um eine der großen Bösen von Das Schwarze Auge geht. Die dir, wenn du die Borbrat-Kampagne gespielt hast, vielleicht auch was sagt. Pardona? Ja, ja. Genau. Oh, man spielt Pardona selber. Oh, wow. Ja, also das ist das Konzept gewesen zu einem Zeitpunkt, wo gerade viele Dinge schiefgelaufen sind für sie und wo sie sich ihre Macht neu aufbauen muss. Und es geht unter anderem auch darum, wie böse ist man. Weil sie hat, glaube ich, keinen guten Knochen im Leib, diese Frau. Und das ist eine von den richtig fiesen bei Das Schwarze Auge. Es ist eine uralte, künstlich erschaffene Hochelfe, die einem bösen Gott verfallen ist. Jetzt musst du es mir aber auch mal erklären. Das ist jetzt DSA Myranor. Genau, das ist der Schwesterkontinent. Das ist ein anderer Kontinent. Das heißt, es ist dieselbe Welt. Kontinent ist aber erstmal voneinander getrennt. Ja. Getrennt, aber die, zum Beispiel Pardona ist jetzt eine Figur, die taucht sowohl in DSA Aventurien auf, also wo man normalerweise spielt, mit dem klassischen DSA, als auch in Myranor. Beziehungsweise sie haben sie sogar von Aventurien rausgeworfen und nach Myranor rübergebracht mit einer Storyline. Es gab eine Kampagne, die nannte sich die Drachenchronik und die endete damit, dass sie quasi aus Aventurien sie wird verabschiedet. Und das setzt danach ein, wie sie in Myranor also ihre Macht wieder aufbaut. Aber da hat sie schon Leute vor Ort und da hat sie sich selbst als Göttin aufgebaut. Also Leute verehren sie als Botin einer Göttin und dergleichen. Es geht darum, wie sie da ihre Machtbasis dann wieder bekommt. Und Myranor ist so ein bisschen mehr High Fantasy, mehr fancy, glühende Schwerter, Feuerball. Und DSA ist so ein bisschen Räuber und Bogenschütze. Du seufst. Ja, aber so, um es abzutrennen. DSA ist bodenständiger auf jeden Fall. Mhm. Und DSA orientiert sich in weiten Bereichen sehr am realen Mittelalter, Hochmittelalter, teils Frühmittelalter Europas, also man bis in die Renaissance rein. Also es gibt so ein breites Band, aber man kann an der Mode und wie die Namen von Waffen und dergleichen relativ gut sagen, wann was sozusagen geklaut ist, das falsche Wort. Wo man die Inspiration her hat. Mhm. Und Myranor ist halt eine wilde Mischung aus Antike, High Fantasy, Tiermenschen, Michael Moorcock und Warhammer 40k fast so ein bisschen, beziehungsweise die Aspekte, die sie aus Michael Moorcock entlehnt haben. Mit ist ja nicht alles gelandet, was bei den Aventurien fehlt, was da fehlte. So. An also fantastischen Tierwesen und so, was irgendwie für High Fantasy fehlt. Ja.
Ich bin gerade überlegen, ja, also es gibt so die Sache mit Warhammer 40k, es gibt so Aspekte, die Warhammer 40k zum Beispiel und beziehungsweise Warhammer Fantasy sehr stark bei Michael Moorcock sich haben inspirieren lassen, also einem der Großväter der Fantasy, der tatsächlich noch lebt praktischerweise. Irgendwann schaffe ich den zumindest mal aus der Entfernung zu sehen. Und da haben sie so diese großen, übermächtigen, überkommenes Imperium-Gedanken auch mit drin, weil du ein Reich hast, das eigentlich schon wieder im Niedergang begriffen ist, aber immer noch extrem mächtig ist, während es zerfällt. Solche Sachen. Also es ist sehr viel schräger und sehr viel seltsamer. Und ja, man kann Minotauren spielen und Bärenmenschen und Katzenmenschen und Haimenschen. Haimenschen? Haimenschen. Auch so engelartige spielen. Ashariel sind die engelartigen, Pristiden sind die Haimenschen. Und, aber müssen die Haimenschen dann immer mal ab und zu ins Wasser oder wie ist das? Nee, tatsächlich, die können Land leben. Die können Land leben. Mhm. Aber man kann... Wer wird das Spiel verändern, glaube ich? Das stimmt schon. Ich spiele Spezies spielen, die können nicht an Land. Oder die können nur ein paar Stunden an Land. Man kann Spezies spielen, die können keine andere Sprache erlernen. Myranor ist so das Tob-dich-aus-Ding. Gibt es auch fliegende Spezies? Ja. Das ist ein bisschen unfair, oder? Oh ja, wir haben festgestellt, dass die Regeln total zerbrechen. Von Komm wieder zu dem Zwergenhändler. Weg. Ich flieg weg. Ja, genau. So. Wirf von oben Flaschen runter. Ja, das ist. Aber, also Fliegen ist sehr effektiv in DSA 4 gewesen. Das ist noch, das ist regelfrei. Yeah. Da legt man, glaube ich, keine einzige Probe ab. Das sind nur erzählerische Entscheidungen. Genau, und Solo-Abenteuer muss man vielleicht auch erklären. Also Solo heißt auch nicht nur ein Spieler und ein Spielleiter, sondern nur eine Person liest alleine dieses Buch und kann dann so mit Entscheidung A, Entscheidung B, blättern sie auf Seite irgendwas, dieses Abenteuer lösen, kriegt am Ende ein magisches Schwert, das es dann mitnehmen kann in die Spielgruppe und alle sagen, ah geil, dass du schon ein magisches Schwert hast. So ungefähr muss man sich's vorstellen. Also in diesem Fall ist es eher hier, du bist diese uralte böse Frau, die ihr Macht wiederbekommen muss und am Ende heißt es, und hast du es geschafft? Wie böse warst du? Hast du deinen bösartigen, verlorenen, namenlosen Gott stolz gemacht oder nicht? Also magische Schwerter spielen vergleichsweise geringe Rolle, aber dafür hat man seinen eigenen Drachen irgendwann. Aber du hast du auch, ich sag mal, klassische Pen-and-Paper-Abenteuer für normale Gruppen auch geschrieben? Also ich habe für Myranor auch eine größere Kampagne geschrieben. Und es gibt noch ein weiteres Solo-Abenteuer, auch für Nico und mir. Also das sind alles Joint Ventures. Also der prozentuale Anteil verschiebt sich, wie viel er geschrieben hat, wie viel ich geschrieben habe. Aber eigentlich alles haben wir in irgendeiner Form gemeinsam gemacht. Aber ich stelle mir vor, es ist sehr schwer, das Abenteuer zu spielen, weil du ja immer auch überlegen musst, wie nehmen unterschiedliche Gruppen das jetzt auf. Ja. Ich glaube, jeder kennt es, die Erfahrung, dass man Abenteuer spielt und man sich denkt, wie zur Hölle stellt der Autor sich das vor? Mhm. Meine Spieler würden das nie machen oder und irgendwie dann durchkommen. Ja. Sagt man von Anfang an, ich kann es eh nicht jedem recht machen, gebe mein Bestes oder wie geht man an sowas ran? Also ich gehe daran, die älteren Sachen, die ich geschrieben habe, das ist, wie gesagt, jetzt teilweise 10 Jahre oder länger her. Die allerersten Sachen, die ich geschrieben habe, sind 10 Jahre her, glaube ich. Und die würde ich heute anders machen. Mhm. So viel zum aus seinen Fehlern lernen. Aber ich gehe daran heran, dass ich mir überlege, wenn ich es wirklich schreiben muss, was sind die wahrscheinlichsten Dinge? Und biete dann mehrere Optionen an. Was ist eine der unwahrscheinlichsten Sachen? Biete dafür eine der Optionen an und sage ansonsten, und bei allen anderen, die Dinge würden ohne Einfluss der Spieler so und so weitergehen. Nehmt das als Basis. Und wenn jetzt irgendetwas vollkommen Unvorhergesehenes passiert, dann schaut, ob er überhaupt in diese Richtung gehen kann. Ansonsten würden die und die Sachen passieren. Es geht darum, wie viele Optionen man anbietet und damit versucht, möglichst viele Wahrscheinlichkeiten abzudecken. Mhm. Sodass am Ende vielleicht 30% der Runden irgendwo ganz woanders rumlaufen. Das wird immer passieren bei einem geschriebenen Abenteuer. Es sei denn, es ist eine reine Sandbox, wo man also nur das Setting liefert und sogenannte Plothooks. Da habe ich durchaus sehr viel Spaß dran, aber ich habe noch nichts veröffentlicht. Mhm. Wäre das dann etwas? Funktionieren die wirklich am Spieltisch? Also da braucht man ja auch engagierte Spieler, die sich selber ihre Aufgabe suchen. Wenn man die nicht hat, und es gibt ja auch durchaus Spieler, die müssen Vorgaben kriegen. Dem muss gesagt werden, wo sie hin sollen, um den Drachen zu erschlagen. Was weiß ich was. Und die laufen nicht selber dahin, um das Problem zu suchen. Das habe ich. Also schwierige Sache. Ich glaube, letztendlich ist es wahrscheinlich tatsächlich schwierig, Abenteuer für alle Gruppen zu schreiben. Mhm. Ich glaube, die Entscheidung ist eher beim Spielleiter, wenn er das liest, ist das was für meine Gruppe? Mhm. So rum würde ich, glaube ich, gucken. Und dann, und beziehungsweise wie flexibel ist man denn? Ich hatte schon DSA-Abenteuer geleitet, wo ich dann irgendwann nach der Hälfte das Buch weglegen musste, weil das so absurd war, was da in dem Buch stand und das eigentlich nicht gepasst hat. Ja. Dann gut, muss man halt improvisieren, notfalls. Und gibt es da so ein Muster für so ein Abenteuer? Irgendwie so und so viel Kämpfe müssen drin sein, ein Magieding, ein Rätsel?
Oder kann man auch jetzt wirklich komplett out of the box sowas angehen? Also es gibt, glaube ich, inzwischen, wenn man zum Beispiel zu einem Verlag geht, dann drücken die einem die schon in die Hand. Ja, es sollte diese Aktstruktur haben und das und das, was muss passieren. Ich hatte das Glück, dass ich immer Leute geraten bin, denen es scheißegal war, was ich geschrieben habe, zumindest am Anfang. Und dann konnte man einfach machen, was man wollte. Aber ich versuche häufig, dass ich Sachen anspreche, die ansonsten üblicherweise nicht Teil eines Abenteuers sind, wie dass es Quests gibt, die sich nur durch Musik lösen lassen. Es gibt klassischerweise bei DSA 4 zumindest, gab es Sachen, die Charaktere konnten, die einem meistens nichts gebracht haben. Yep. Bierbrauen zum Beispiel. Skifahren. Klassische Beispiele. Landwirtschaft. Ja. Und ich mag es, wenn das dann tatsächlich auf einmal relevant wird und dann der eine Charakter, der sich halt den Spaß gemacht hat, den Bierbrauen ins Zwerg zu machen, der kann Gerste anbauen und der kann maischen und der kann sein Bier malen und dann so auf einmal, wie? Wir müssen uns mit Landwirtschaft auskennen. Yay, mein Tag, um gut zu sein. Also hin und wieder habe ich sowas gerne drin. Here to save the day, ja. Ja. Und, gut, aber wenn das dann relevant für die Geschichte ist und keiner dabei ist, dann stehen sie dumm da. Dann ist das vielleicht auch schwierig. Ja. Also es ist eigentlich, ich hab durchaus den Fehler ein paar Mal gemacht, aber eigentlich sollte man etwas so schreiben, dass man die Leute nicht in eine Sackgasse manövriert. Hm. Also dass es nicht gibt, wenn du diesen Wurf nicht schaffst, geht das Abenteuer nicht weiter. Und wir hatten vor einer ganzen Weile jetzt in diesem Almost Daily, hatten wir das ja mit dem Vorwärtsversagen. Mhm. Fail Forward, was ein festes Konzept ist und was ich eigentlich dann auch sehr gerne mag beim Spielen. Wenn eine Probe absolut versemmelt wird, gehen Dinge schief, aber man kommt trotzdem irgendwie weiter, nur um einen Preis zum Beispiel oder dass man einen Umweg gehen muss, solche Sachen. Ja. Also, dass man nie wirklich scheitert, weil es gibt durchaus Kaufabenteuer für verschiedenste Systeme, wo du dann irgendwie feststellst, es gibt keine Möglichkeit, diesen Plot zu lösen. Ja. Eigentlich, der ist wasserfest. Viele solcher Abenteuer. Ja. Uns geht die Zeit leider ein bisschen aus, ne? Schade, aber gibt es denn vielleicht irgendwie ein Solo-Abenteuer, was ihr empfehlen könnt? Wo ihr sagen könntet, ey, ihr da draußen, die ihr gerade dabei seid und ihr habt Interesse an Pen and Paper. Das Beste ist es tatsächlich, sich wahrscheinlich an den Tisch setzen mit Bekannten, um das einfach mal auszuprobieren mit einem echten Spielleiter. Aber selbst wenn es keinen Spielleiter gibt und man trotzdem Bock hat, da reinzugehen, womit fängt man denn dann am besten an? Weil das hier, glaube ich, die Legatin des Bösen, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Endgame. Der Film macht erst dann richtig Spaß, wenn man vorher schon ein bisschen mitbekommen hat. Also man muss nicht so viel wissen. Also es ist nicht ganz so krass wie Endgame. Man muss nicht 22 Filme gesehen haben, um es gucken zu können. Aber man sollte vielleicht, wenn man Interesse für die Welt mitbringt, ist das schon hilfreich. Wir haben auch eins geschrieben für Myrannor, was tatsächlich für Einsteiger ist und das auch die Welt vorstellt. Ich fürchte nur, es ist gerade out of print und wird es auch nie wieder in print sein. Aber vieles kriegt man digital als PDFs. Ich bin gerade überlegen, was noch gute. Ich würde bei Spielbüchern anfangen, die systemunabhängig sind. Das ist eine gute Idee. Da gibt es ja Dutzende. Einsamer Wolf zum Beispiel als Klassiker, überarbeitet, wieder aufgelegt worden. Ja, super. Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Im Manticore Verlag sind relativ viele von solchen Büchern erschienen. Mhm. Auch irgendwas zu Alice im Wunderland, glaube ich, haben die gemacht. Damit würde ich, glaube ich, anfangen. Gut, dann geht spielen, sucht euch Gruppen, geht auf die Nordcon. Da findet ihr auf jeden Fall ganz viele interessante Dinge. Ja. Geht auf orkenspalter.de, da findet ihr viel mehr von Mayre. TV-orkenspalter.de. Wir haben den Namen uns geliehen von einem Forum, dem Orkenspalter. Wir sind sozusagen deren unehelichen Kinder. Orkenspalter.tv, da schaut einfach weiter. Rockwins TV. Kinder. Wir sehen ja auch ab und zu Orkenspalter TV. Ansonsten vielen Dank an Carsten und Mayre, dass ihr uns unterstützt habt hier zum fantastischen Thema Pen and Paper Rollenspiele. Euch da draußen noch viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/almostdaily.